Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich hoffe, euch geht's gut. Wenn ihr Fragen habt zu meinem Look, guckt auf jeden Fall unten in meine Infobox rein, weil da habe ich ein Lingala Challenge gedreht. Da habe ich diesen Look geschminkt auf meine Muttersprache. Also sehr interessant, schaut auf jeden Fall vorbei. Heute drehe ich den Kongo Tag. Für die Leute, die es nicht wussten, ich bin halb Kongolesin und halb Angolanerin. Und meine Schwester wird mir die Fragen stellen und ich werde die für euch beantworten. Von welchem Kongo kommst du? Kongo Kinshasa, Leute. Nein. RDC. RDC Kongo People. Wann war das letzte Mal, als du im Kongo warst? Ich war bis jetzt noch nicht im Kongo, aber ich hoffe, dass es nächstes Jahr soweit wird. Soweit ist nächstes Jahr. Naja, dann kannst du die nächste Frage ja auch nicht beantworten, weil wie wäre, was ist die letzte Erinnerung, die du hast im Kongo? Ja, kann ich auch nicht beantworten. Sprichst du die Sprache? Na klar spreche ich die Sprache. Eine der Sprachen. Hat doch etwas auf deine Sprache. Mbote, Wandeko, Kumunanga Patricia, Navanda Kana Berlin. You like Congolese food? Yes, I like Congolese food. So, muss ich anfangen? Nee, also was ist dein Lieblingsessen? Also mein Lieblingsessen, also ich kann mich jetzt nicht auf eins beschränken, weil es kommt jetzt drauf an. Pondu schmeckt richtig geil. Pondu ist so, ist jetzt nicht... Spinatsoße. Naja, indirekt Spinatsoße. Pondu. Ich weiß aber jetzt nicht, was das genau ist. Was da nochmal benutzt wird. Ansonsten, Kwanga schmeckt auch gut mit. Entweder mit Madesu, ist auch so ein Bohnengericht, aber schmeckt richtig geil, wenn es gut gemacht wird. Fumbo schmeckt auch gut, wenn es gut gemacht worden ist mit Kwanga Fufu. Alles schmeckt gut. Ja, ich schwöre. Dann halt von den Fischarten ist einmal Tilapia, my all-time favorite. Dann einmal Makayabu. Oh, wenn man noch nebenan so diese geile Tomatensauce macht und die Zwiebeln anbrät, dann leckst du dir deine ganzen Finger danach. Plantain, wenn ihr die anbratet, die Kochbananen. Immer. Ja, Makemba heißt das. Ja, und dann, es gibt noch so vieles mehr, aber das kenne ich alles nicht. Das waren so die einer der geilsten Sachen, als wenn ich aufgezählt habe. Was magst du am liebsten von der kongolesischen Kultur? Ich mag am liebsten, also ich glaube, ist auch generell so in den afrikanischen Kulturen einfach die Freudigkeit bei den meisten. Die Freudigkeit einfach. Dieses Zusammensein, also zwar viele haben so Kummer und Sorgen, ist ja auch, ne, ist ja auch menschlich so, aber die überschütten dich einfach mit so viel Liebe, mit so viel, ich weiß nicht, wie ich das so in einem Wort sagen soll. Ich verstehe selber nicht, was du meinst. Also ich mag einfach, ne, die Freude in der Kultur. Was ist dein kongolesischer Name? Wenn's hast, was bedeutet das? Ich habe keinen kongolesischen Namen, also... Nicht, dass ich es wüsste. An Kongo. Also, was ich hasse oder was ich nicht an Kongo mag, ist erstmal dieser Präsident, der keinen Sinn ergibt. Ja. Ist nicht mal aus diesem Land, aber regiert da unnötig. Dann, was ich dann noch nicht mag, ist halt das System einfach. Da halt der Präsident ist, so ist, kommt, ne, kriegt das einfach nicht hin mit den Menschen, dass die gerecht, jeder gerecht, ne, so Arbeit so wie zum Essen bekommt. Was ich auch noch nicht mag, das ist eigentlich in den ganzen afrikanischen Ländern oder ärmeren Ländern, was ich überhaupt, also das ist, glaube ich, einer der Sachen, was ich eigentlich hasse und richtig verabscheue, ist, dass man einfach miteinander schläft, Kinder produziert, sage ich mal, und dabei weiß man, dass man die Kinder nicht ernähren kann. Das heißt, es gibt einfach zu viele Kinder, die quasi obdachlos sind und da einfach auf sich alleine gestellt sind, wenn dann auf einmal irgendwelche Tanten kommen und sagen, der ist besessen mit irgendwas auch immer. Also das verabscheue ich und das mag ich gar nicht. Because, bitch, du lebst schon.
du lebst schon so. Du kannst es ja nicht aussuchen, so arm zu sein, weißt du? Aber du wurdest schon geboren und du weißt, wie hart es ist. Und nur weil du einmal in deinem Leben deinen Spaß haben wolltest, tust du es dein ganzes Leben deinen Kindern an. Das ist nicht fair. Das ist einfach nicht fair. Also deswegen die Kinder tun mir da richtig leid. Deswegen sollten die, sterilisiert werden oder so. Mhm. Anders geht's ja nicht. Preach, Sister, preach. So, ansonsten, was ich manchmal nicht so auch nicht mag, ist mir gerade eingefallen, der Zusammenhalt ist nicht so richtig da. Zwischen den Kongolesen oder so. Finde ich jetzt so. Angolaner kann ich jetzt auch nicht so viel sprechen, aber ich glaube auch dort der Zusammenhalt nicht so. Also du siehst andere afrikanische Länder, wie die sich gegenseitig so richtig krass supporten und ich finde so Kongolesen und Angolaner ist es jetzt nicht so krass vertreten. Eher lieber lästern und einmischen, anstatt unterstützen und auch da sein so. Like. Was macht dich anders von den anderen Kongolesen? Also was macht dich besonders? Was macht mich besonders? Look at my face. was mich besonders macht, ich bin ich einfach. Also es ist auch jeder einfach er. Also eigentlich kann man es nicht so verallgemeinern, weil jeder ist eine Art anders. Ich kann nur sagen, wir sind halt nicht so richtig, richtig tief drin in der kongolesischen Kultur, weil wir sind ja hier in Deutschland geboren und die deutsche Kultur prägt uns ja auch gegenseitig. Also wir sind so beides. Sag ich mal. Meine Art ist halt einzigartig, so wie ich halt bin. Welche Macke oder welche Seite an dir macht dich am meisten zum Kongolesen? Oder zur Kongolesin? Halt die Musik dann. Kommt drauf an, die Lieder und so. Aber ich glaube dann, wenn man halt hört, dass ich die Musik höre, weiß man halt, ja okay, sie kommt aus dem und dem Land. Weil jedes Land hat ja seine eigenen Sprachen. Also das würde ich jetzt erstmal sagen. Ansonsten vom Aussehen kann ich das jetzt nicht sagen, weil manche sagen, ich sehe so aus diesem Land, andere sagen, ich komme aus diesem Land. Deswegen ja, so wieder so groß gegriffen. Das gibt's eigentlich gar nicht typisch kongolesisch. Deswegen ja, also ich, naja. So, natürlich gibt's so Charaktereigenschaften typisch kongolesisch, aber Charakter siehst du ja nicht, ne? Ja, so. Like. Was ist denn Lieblingskongolesischen Artist? Habe ich nicht. Muss ich ehrlich sagen. Da könnte mir meine Schwester jetzt sprechen, aber ich habe keinen. Willst du mal hier ein paar Artisten ansagen? Also ich mag Kofi, muss ich schon sagen. Wie natürlich, Fabi auch. Natürlich Daju, der anders Dicker. NASA, Keblak, ja, das sind so die, wo ich sage, jo, euch hype ich. So Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben hinterlassen würdet. Kommentieren nicht vergessen. Abonnieren, wenn du es noch nicht getan hast. Ansonsten würde ich mich auch nochmal freuen, wenn ihr das Video teilen würdet. Und ja, ich fand es interessant, die Fragen gut zu hören und so. Ansonsten ja, wie gesagt, es ist alles unten in der Infobox. Ansonsten, wenn das Video zu Ende ist, werdet ihr mein sehen. So, wünsche euch noch einen schönen Abend, schönen Tag, schönen Mittag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.